Als du mich angerufen hast, bin ich sofort von Stockholm bis hierher auf die Schären gefahren. Meine Güte, wie lange ist das jetzt her? Das sind doch bestimmt 10 Jahre, seit ich dich das letzte Mal... Ja, Alma. Weißt du, ich habe dich und unser Kind damals verlassen, weil ich glaubte, ich könnte nur hier in der schwedischen Natur Ruhe finden. Du warst schon immer ein außergewöhnlicher Mann, Thjörfen. Und es war keine leichte Zeit für mich damals. Ja, ist ja gut, Alma. Nur siehst du, nichts davon ist wahr. Ich habe uns allen jahrelang etwas vorgemacht. Was? Ich glaube, ich bin gar kein Schwede. Siehst du, diese Pfeife hier? Das ist nur eine Attrappe. Der Bart, die Haare, nichts ist echt. Und in diesen Schuhen hier steht Bernd Herzsprung. Was soll das sein? Du willst mir sagen, das alles hier gibt es nicht? Zumindest nicht in Schweden. Kommt, Jochen. Wir suchen Schutz vor dem Unwetter im alten Jägerstrand. Da ist kein Unwetter, Alma. Archivbilder. Alles andere wäre viel zu teuer. Genauso wie die Bären. Die Elche. Und Abba. Aber... Ja, nichts aber. Wir sind biedere deutsche Schauspieler, die zu wenig Drehtage haben. Das ist alles. Hier, nimm zum Beispiel diesen Musterschweden. Er ist nur ein Komparse. Er darf nicht mal ein Wort sagen, weil die Produktionsfirma ihm sonst mehr Geld zahlen müsste. Du lügst! Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber wir sind keine Schweden. Alles, was du hier siehst, hat sich eine deutsche Autorin ausgedacht, die sich in einem schwedischen Namen versteckt. Wie? Der junge Idealist, die verletzte junge Frau, der Eigenbrötler, das sind alles Klischees. Das Knäckebrot mit Kronenzahlen und die Fähre nach Island. Das ist alles nur ausgedacht. Alles ausgedacht. Schweden sind in Wirklichkeit protestantische Alkoholiker, die ein paar gute Kinderbücher geschrieben haben. Sonst nichts. Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Wir holen jetzt unsere Gage ab und saufen uns die Hucke voll.